Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge der Revenge News. Ja, gestern hat das Projekt gestartet und heute kamen die ersten Folgen online und wir machen das immer so, dass wir bis 20 Uhr auf die Folgen warten und alle, die danach kommen, die nehmen wir dann in die nächste Revenge News Folge mit rein. Und los geht's mit dem ersten Team, Black Angel. So, hallo auch von meiner Seite aus. Ja, wir haben uns die Teams einigermaßen eingeteilt. Jeder hat 7 Teams. 14 Teams sind wir insgesamt, 28 Teilnehmer. Und ich habe uns erwischt, ja. Also, was bei uns passiert ist, wir haben uns nach dem Start einfach in die Erde reingebuddelt, haben schon Eisen gefunden, haben uns dort schon in der ersten Folge dann natürlich auch schon Eisenschwerter gecraftet. Haben auch einen Höhlengang gefunden, den haben wir aber zugebaut wegen Creeper-Gefahr. Ja, wir haben uns nicht auf die Dia-Ebene runtergebaut und deswegen sitzen wir noch oben fest. Und ja, was wir in der nächsten Folge wollen, wir wollen in der nächsten Folge rausrennen, ein bisschen Essen farmen und uns woanders runtergraben und dann auf Dia-Ebene. Weiter geht es dann jetzt mit Team Doof. Ja, und zwar ist bei der ersten Folge von Team Doof das so gewesen, dass sie Tanda gesehen haben und Zuckerrohr gefunden haben. Ja, dann haben sie ein Dorf gefunden, wo sie dann in der Schmiede 8 Eisen und eine Eisenbrust bekommen haben. Von den 8 Eisen haben sie sich Eisenschwerter und Eisenschuhe gecraftet. Danach sind sie wieder zurückgegangen und haben währenddessen eine Höhle mit einer Schlucht gefunden und konnten sich somit Eisen farmen und waren dann zum Schluss Full Iron, so gut wie. Und weiter geht's mit Team 7. Team 7 hat in der ersten Folge nach dem Start auch Zuckerrohr gefunden. Haben dann sogar den Teilnehmer bei Ferris gefunden. Ich soll nochmal eben was mit reinschmeißen bei Team Doof. Unbedingt bei dem Splexer die Folge anschauen. Bitte anschauen. Also, das ist echt geil gemacht, der Start. Das sollte man sich angucken. Lyrox ist Full Iron. Der hat sich alles schon zusammengesetzt. Auch natürlich ein Eisenschwert. Combo Cake hat sich ein Eisenschwert und eine Eisenbrustplatte gecraftet. Ob er jetzt noch mehr hatte, konnte ich jetzt nicht feststellen, da sein Skin recht weiß ist. Ja, das war's von Team 7. Weiter geht's mit Team Schnittlauch. Ja, und bei Team Schnittlauch gab's am Anfang einen kurzen Schlagabtausch mit Modicraft. Und zwar der schwarze SKL ist auf Modicraft draufgegangen. Nur Modicraft ist weggerannt und somit sind sie auch weitergegangen. Und ab Minute 3:45 gab es dann einen Kampf gegen Kings in the House und Aterox LP. Und beide sind gestorben durch den schwarzen SKL. Falsch. Kings in the House ist gestorben durch den schwarzen SKL und Aterox LP wurde durch den grünen SKL getötet. Dies war auch der allererste Kampf mit Schwertern in diesem Projekt. Ach ja, stimmt. Entschuldigung. Ja, kann passieren. Nach diesem Kampf haben sie dann eine Höhle gefunden. Und in der Höhle gab es dann Eisen. Ja. Weiter geht's mit Team Oreo bei mir. Sie haben einen Strike wegen einer verlorenen Folge. Dort hat einer nicht aufgenommen. Ja. Was hat das für Konsequenzen? Ja, habe ich doch gesagt, sie bekommen einen Strike. Was hat der Strike für Konsequenzen? Sie müssen in der nächsten Folge, in der Folge Nummer 3, müssen Sie dann Ihre Koordinaten am Ende offenlegen und diese auch in den Skype-Chat reinschreiben. Ja. Sie haben dann Gold gefunden und waren zum Schluss Full Iron. Weiter geht's mit Team Low Life.
Ja, nimmst das Mikro weg und reden weiter. Das ist eine clevere Idee. So, okay, kommen wir nun zum Team Lowlife. Team Lowlife hat jetzt schon 2 Strikes insgesamt. Ein Strike daher, dass beide Teilnehmer ihre Aufnahme verloren haben. Und der zweite Strike kam durch heute, was noch in den ganzen Videos nicht ist. Das heißt, also die zweite Folge von Team Lowlife wird so gesehen ihre Entscheidungsfolge sein. Deswegen gibt's, weil durch Missachten der Regeln, die Regel ist, man soll mit seinem Teammate auf den Server draufgehen. Thunder LP hat diese missachtet und bei Mart meinte dann später noch nachzujoinen. Hat so gesehen die Konsequenz dadurch, dass sie die Regeln missachtet haben. Dies gibt natürlich einen Strike. Leider haben wir deswegen auch keine Aufnahmen, da das Team Startfailer noch keine Aufnahme hochgeladen haben. Aber wir konnten durch dem Chat natürlich entnehmen, dass bei Mart das Team Startfailer rausgehauen hat. Wie der Kampf jetzt genau ausging, können wir nicht sagen. Ich warte immer noch darauf, dass Team Startfailer die Aufnahme online chat oder mir wenigstens zuschickt. Wir können nur für bei Mart und Thunder LP sagen, sollte am nächsten Tag einer einzeln drauf joinen, ist das komplette Team raus. Weil wir dann erstens dadurch davon ausgehen, dass kein wirklicher Drang an dem Projekt richtig dran teilzunehmen ist. Und deswegen gehen wir dann halt danach von einem, gehen wir dann halt, wie gesagt, davon aus, dass es auch einfach nur Hacker sein könnten, die das Projekt sabotieren wollen. Ich will jetzt noch nichts unterstellen, aber so könnte es für mich dann aussehen. Kommen wir dann aber zu Team Startfailer. Diese haben leider keine Folge hochgeladen bis 20 Uhr. Ich warte noch bis morgen und wie gesagt, wenn ich die Folge habe, dann werde ich natürlich auch dort berichten. Weiter geht es jetzt aber nun mit dem Team Trovatos. Ja, die Trovatos mit Deco Guy. Ja, also da gab es ein Problem. Also der Teammate von dem By Ferris, der konnte leider nicht. Bei uns gab es am Anfang des Projektes leider Probleme. Und das hat etwas Zeit in Anspruch genommen und 2 konnten halt nicht mehr. Deswegen wurden By Ferris und der Sirius HD, bevor er mich noch anschreit, wurden zusammengepackt, beziehungsweise haben gesagt, sie wollen dann eben zusammen machen, sind aber während der Folge auseinandergegangen. Ja, soweit erstmal dazu. Und wenn ihr wissen wollt, wie man gekonnt ignoriert, dann müsst ihr euch auf jeden Fall von By Ferris und Sirius die Folge anschauen. Denn da gab es anscheinend ein paar Probleme. Und ja, bei Ferris hat dann alleine Zuckerrohr gefunden und hatte einen Eisenbrustpanzer. Und die beste Szene in dieser Folge ist ab 12 Minuten. Schaut da rein. Dompu. Ach so. Weiter geht's mit Dompu. Ja, die Grafik ist mir ein bisschen zu klein. Ich habe meine Brille nicht auf. Am Anfang hat das Team Dompu Startfailer gesehen. Ja, aber die haben sie nicht angegriffen, sind weitergegangen. Und während der Folge ging dann Dom Zenig einfach mal AFK. sie haben Zuckerrohr gefunden, aber kein Eisen. Und ab, beziehungsweise in der Minute 8 Minuten 55, ist auch gutes Deutsch, wurde Punika durch ein Skelett, durch Spinnen, durch Zombies, was auch immer, durch diese 3 Sachen, getötet. Ja. Zu sehen bei Punikas Folge. Genau. Wo sind wir jetzt? Weiter geht's mit Team Chefcrafter. Das sag ich jetzt an, immer die ganze Zeit. Ja, ist wieder. Sorry für die ersten Fails in der allerersten Folge, nehmt uns nicht übel. Soll ja auch ein bisschen Spaß machen hier, ne? So,
Kommen wir zum Team Chefcrafter. Das Team Chefcrafter hat sich eine Eisenhose gecraftet und ebenso auch für jeder beide Eisenschwerter. Sie haben sich nicht auf die Dia-Ebene runtergebaut und haben aber auch eine Höhle gefunden, welche eine Hexe beinhaltet hat. Die Hexe hat den Starcraft vergiftet und eben auch so den Zeichef. Zeichef hat die Vergiftung schnell überstanden und ja, Starcraft hat es ein bisschen mitgenommen. Da ist nicht feststand, auf was der Server steht. Der Server steht auf Schwierigkeitsstufe Hard. Er dachte, es wäre Hardcore. Bei Hardcore stirbt man durch Vergiftung. Bei Hard kommt man nur runter bis zu einem halben Herz. Und ja, es ging halt runter bis zu einem halben Herz und dann war es vorbei und haben sie halt richtig gefeiert. Schaut also auch unbedingt da vorbei, vor allem für unsere Zuschauer. Der werte Zeichef macht tatsächlich mit, hätte ich nicht gedacht. Ja, und das wäre es auch eigentlich schon zu Team Chefcrafter. In der nächsten Folge hatten sie gesagt, wollen sie dann runter auf Dia-Ebene gehen. Weiter geht's mit Team Kings. Ja, wie vorhin schon erwähnt, wurde das Team Kings von dem Team, der Schwarten, wie heißt denn die nochmal? Entschuldigung. Schnittlauch. Von Team Schnittlauch getötet. Nur können wir jetzt nicht sagen, dass ihr ab dann und dann den Tod sehen könnt, da die beiden noch keine Folge hochgeladen haben. Und weiter geht's mit dem Team T-Zero. Ja, das war ja das Problem mit den beiden Teammates. Der Sirius hat ja mit Balfaris für die erste Folge zusammen gemacht. Der Sirius hatte am Anfang ein falsches Texture-Pack, aber hat es innerhalb der vorgegebenen Zeit geschafft oder hat es bemerkt und hat es dann schnell geändert. Deswegen gibt es keinen Strike. Ja, und in seiner Folge ist nicht so viel Spannendes passiert. Er ist irgendwann dann, die beiden sind dann irgendwann auseinandergegangen. Dann war Sirius alleine. Ja, er hat keine Rüstung gefunden, aber das Einzige, was er gefunden hat, war Eisen. Und das nächste Mal, in der nächsten Folge, ist der Sirius mit seinem richtigen Teampartner dann zu sehen. Ja. Weiter geht's mit Team Austria. So, bei Team Austria sagen wir es mal so, am Anfang hatten sie feinen Kontakt mit dem Team Bedell. Und ja, es ist jetzt folgendermaßen so, es ist auch ein Team, was jetzt eine ganze Menge sagt. Folgendes ist so, der Teilnehmer Verium Schwitz aus dem Team Austria hat das Projekt auf dem eigenen Ermessen verlassen. Da sich die zwei gestritten haben, hat er gesagt, er möchte am Projekt nicht mehr teilnehmen. Und deswegen ist er natürlich dann raus. Ebenso fehlte in der Folge die Stimme. Was wir auch nochmal beherzigen, dass das bitte als Pflicht darstellt. Wir geben jetzt dem Team Austria nochmal bis Folge 3 Zeit, das zu beheben. Also dem Lifted Arizona. Wenn er das in Folge 3 nicht bogen hat, gibt es einen Strike. Ebenso sollte der Time-Raffer rausgenommen werden. Es wurde also gespeedet. Auch wenn man in der Höhle unten drinne ist, sollte trotzdem nicht gespeedet werden. Es soll alles zu sehen sein. Man konnte schlecht das Inventar sehen, was er jetzt alles hat und so. Das fand ich recht blöd und das sollte auch so aus sein. Steht zwar nicht in den Regeln, aber auf einigen hatten gesagt, haben auch nachgefragt und dort hatten wir dann gesagt, nein, die Regel werden wir dann jetzt einfach noch hinzufügen. Ausloggen sollte man sich dann auch bitte, wenn da steht, das Projekt wurde beendet und nicht bei 6 Sekunden einfach schwarzen Bildschirm machen und bei 4 Sekunden sieht man nichts mehr. Legen wir auch ans Herz, dass das bitte bis Folge 3 behoben werden sollte. Aber jetzt mal zurück, der Listed Arizona hat definitiv schon eine Full Iron Rüstung und er hat 2 Diamanten gefunden. Diese besitzt er auch und nicht der Verium schwitzt. Ja, und das war auch eigentlich schon alles zu dem Team Austria. So, kommen wir nun zu dem Team Bedell, zum letzten Team in unserer Reihe. Das Team Bedell hat einen Strike bekommen, weil der Teammate nicht aufgenommen hat. Das fiel in der Mitte der Folge auf.
wurde danach auch nicht noch weiter aufgezeichnet, deswegen gibt es dort einen Strike. Falls dieser Strike jetzt irgendwie angehatet wird oder so, nennen wir gleich sofort den nächsten Strike-Grund eigentlich, dass das Texture-Pack falsch ist, das sollte Faceful sein. Dies ist hoffentlich auch zur Folge Nummer 3 behoben. Heute sind die ersten Mal die News rausgekommen, da wurden Folge 2 schon gedreht. Falls dies nicht in Folge 3 behoben werden sollte und wenn auch bei Folge 2, also es wird jetzt erstmal nur ein Strike sein, sollte aber jetzt bei Folge Nummer 2 ebenfalls der Teammate wieder nicht aufgenommen haben, wird es natürlich ein zweiter Strike sein. Wir haben hier jetzt aber keine zwei Strikes verteilt, weil dann wären schon zwei Strikes, dann müsste einfach nur nochmal irgendwas in Folge Nummer 3 nicht stimmen und dann wäre das so. Wir haben es bei einigen anders auch drüber hinweg gesehen und deswegen gibt's hier einen Strike. Demnach können wir mitteilen, dass folgende Leute in Folge Nummer 3, also folgende Teams in Folge Nummer 3, ihre Koordinaten offen zu legen haben am Ende der Folge und diese auch in den Ingame-Chat reinzuschreiben. Das wären einmal von meiner Seite aus Team... Wie gesagt, Team Aussie hat nochmal, ist nochmal hinweggekommen. Mit Glück, würde ich mal sagen. Team Bedell hat, wie gesagt, die Pflicht am Ende der nächsten Folge, also Folge Nummer 3, die Koordinaten in den Chat reinzuschreiben und auch offen zu legen. Ebenso Team Lowlife hat dies zu tun. Auf Seite von Joanne sind es welche Teams, die einen Strike bekommen haben. Da hat sie jetzt schon wieder, war sie wieder zu schnell und hat wieder alles dicht gemacht. Sie grinst jetzt auch richtig hämisch. Ein Moment bitte. Ein Moment bitte. Schnell. Wieso machst du das mit dem Calculator auf? Oh mein Gott. Dann deute ich nochmal andersrum, machen wir es dann anders. Unten die Videos, wo wir eine Zeitangabe genannt haben, das war jetzt nur bei Engelchen, weil bei mir wirklich nichts Spannendes passiert ist. Findet ihr unten die Links zu den Videos mit der Zeitangabe nebenbei. Falls ich es nicht herausfinde, wie man eine Zeitangabe in dem Video angibt. Aber wie gesagt, unten die Zeitangabe nochmal mit dem Link zu dem Video. Zu dem vom Punika, zu dem von dem schwarzen SKL, zu dem von dem grünen SKL und ja, bei Mart leider nicht. Team Oreo kriegt einen Strike. Bitte, also wie gesagt, in Folge Nummer 3 bitte die Koordinaten am Ende offenlegen und auch in den Chats schreiben. Sonst noch wer? Nee, ne? Nee. Gut, das wären dann die vier Teams gewesen. Warte, waren es? 1, 2, 3? Waren es jetzt 4? Ich glaube, es waren nur 3. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr habt zugehört. Entschuldigung, dass die erste Folge jetzt ein bisschen chaotisch ist. Die geht jetzt auch ein bisschen länger. Aber wie gesagt, unten findet ihr auch alle Links zu den Teilnehmern, zu ihren Kanälen. Und wie gesagt, auch die Links zu den Videos, wo was Spannendes passiert ist. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns dann am Dienstag um 13 Uhr wieder, wo die nächsten Revenge News rauskommen, falls wir es nicht irgendwie vorher hinkriegen sollten, aber dann kommen sie halt früher einen Tag, die kommen dann schon an dem Montagabend, aber wir gehen stark davon aus, dass sie dann am Dienstag kommen werden. So, und dann würde ich von meiner Seite auch sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, schaltet auch dann am Dienstag oder Montag wieder ein und ich gebe nochmal den Hinweis, schaltet unbedingt beim Splexer ein und bei Ferris oder Sirius HD. Wenn ihr was zum Lachen haben wollt bei Ferris und Sirius HD, wenn ihr was richtig Geiles sehen wollt bei Splexer. Von mir aus, tschüss und ich reiche noch weiter an Engel. Natürlich auch bei den anderen reinschauen, nicht, dass sie jetzt denken, wir bevorzugen jemanden. Also bei den beiden Sirius und Splexer sollte man reinschauen und bei den anderen auch. Ja, jetzt gibt's auch von mir nichts mehr zu sagen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.